So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Overwatch. Heute gibt es wieder ein Ranked Game zusammen mit Erich und ich spiele Winston. Ich habe Bock irgendwie auf Winston in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht. Winston ist mega geil. Mit dem kann man einfach so viel machen. Alleine kommt man hier echt mega gut rein. Das ist halt, ja. Das ist halt schon ziemlich geil. Du kannst halt echt super viel, vor allen Dingen so super viele Champions einfach komplett rausnehmen. Gerade diese ganzen Squishy-Champs, wie Anna, Mercy, Lucio kannst du gut kaputt machen mit Winston. Genji natürlich, ne? Super geil. Wer nicht so geil ist, ist Soldier, Reaper. Reaper ist natürlich Ultra Aids. Aber eigentlich spielt hier niemand einen Reaper in der Map. Also zumindest am Anfang nicht. Weil das eigentlich gar keinen Sinn macht. Also ich sehe selten hier einen Reaper. Ja. Und Winston ist echt cool. Keine Ahnung. Ich habe eine Zeit lang habe ich ihn gar nicht gemocht und hatte auch irgendwie nie Spaß an dem, aber irgendwie. Der macht, wenn man den ein paar Mal gespielt hat, macht der echt Laune. Bin mal gespannt, wie unser Hanzo ist, Alter. Der hat einen Goldbogen. Übrigens, oui. hast du mitbekommen, die wollen hier die Elo-Bereiche noch ein bisschen weiter ausfächern. Ja, weil Gold und Platin ja der übelste Elo-Hell-Shit ist. Also, normalerweise gibt es ja keine Elo-Hell, aber na, in Overwatch ist das nochmal ein bisschen krasser als in League. Du bist halt noch mehr angewiesen auf deine Teammates als in League. Das ist halt schon richtig krass. Oh nein. Die hat uns 5 Sekunden festgehalten. Na Mensch. Ja, da höre ich schon den Reaper. Hier noch sich Energie direkt. Reaper tot. Ja, okay, das war ziemlich gut von mir. Das war direkt ziemlich gut von mir. Ich bin einfach reingesprungen in den Roadhog und instant tot gewesen. Ich habe mich mit 2 Hits einfach geburstet. Hoch damit und raus mit ihm. Das ist auch geil, ne? Hört sich an, als wenn er seinen Penis rausholen will, Alter. Ich kann auf den Punkt gehen. Hast du ein Schild, Erich? Ja. Seh dich aber gerade nicht. Rock Heal! Der ist noch hier. Der braucht Ulti ab. Ja, läuft bei uns. Vor allem kannst du auch durch das Schild durchballern, ne? Durch das reine Schild. Nee. Mit Winston doch? Ach, mit Winston, ja. Ich dachte, mein. Oh mein Gott. Ich bin halt gerade dauerhaft auf 100 Energie. Ja, die halten echt ziemlich in dich rein, ne? Jo, und Ulti habe ich immer noch ab. Oh mein Gott. Das ist safe wohl der Punkt, oder? Oh, das war eine gute Ulti von uns. Komm halt nicht auf den Punkt. Oh mein Gott, die kommen echt nicht auf den Punkt. Holy shit, war das eine fucking fette Ult-Kombo. Du hast geultet, ich hab reingekloppt mit dem Affen. Vor allem konnte ich die ganze Zeit reinkloppen, weil die nicht mal weggeflogen sind wegen deiner Ult. Mhm. Und Dings hat auch noch reingehauen, ne, Hanzo? Ich hab 4 Goldmedaillen, läuft bei mir. Also, war eine echt gute Runde von uns. Hä, hey, du hast 4 Goldmedaillen? Ja. Bist du sicher? Ich hab nämlich fucking Eliminierung Gold. Ja, ich auch, wenn 14? Wir gleich viele Eliminierungen haben. Okay, na gut. Dann haben wir gleich viele. Ja, das lief doch ganz gut, würde ich sagen, oder? Mhm. Alter, der Reinhardt-Skin ist einfach so maximal geil, ne? Holy shit. Oh. Jetzt müssen wir einfach nur so lange wie möglich deffen. Weil wir kamen echt ziemlich lange ziemlich schnell durch. Mhm. Kannst du einen Tank picken? Ja, mache ich. Ah, ich pick wieder Zarya einfach. Ich wollte gerade sagen, Zarya hat ja gut funktioniert. Ja, ich habe 4 Goldmedaillen. Ja, ich habe Eliminierung auf Gold. Ja, 14. Zeit für Zielfortschritt habe ich Silber. Da hast du wahrscheinlich Gold, ne? Mhm. Damage auch? Ja. Ja. Aber Zarya macht auch echt super viel Damage, wenn man das richtig macht.
Ja, der allererste E von Weihnacht von denen, ich hab jemanden geschildert und mich und dann hab direkt 100 gehabt. Ja gut, das ist halt fucking heftig, ja. Da muss man mit Reinhardt aber mal aufpassen, Alter, weil halt fangen eine Zarya gerne ab, ey. Das ist halt richtig kacke. Oh, wir haben einen Zen. Cool. Der Skin ist so fucking geil, ne? Weil der Kopf so übel brennt, ey. Das ist richtig, ja, das ist Hauptsache vorhin nice. Habe ich eine Kiste aufgemacht und habe erstmal einen fucking Mercy Skin bekommen. Legendary? Ja, ja, diesen Halloween Skin. Alter, ich habe auch gar keinen guten Skin bekommen. Mega abfuck. Ja, du kannst ja doch einen kaufen, oder nicht? Ja, ja, aber mache ich erst am Ende. So, und direkt wieder 75. Den Symmetra im Angriff. Fucking ja. Angst. Burn it down. Ah, nice. Bis jetzt läuft das doch super. Muss nicht mal irgendwas machen. Kannst du mich schilden? Jo. Hä? Ich verstehe das nicht. Wer ist denn auf dem Punkt? Lol. Ich bin runtergecharged, aber ich habe drei Leute mitgerissen. Ich hab, wir haben die alle getötet hier. Ah, nice, sehr gut. Ah. Ich bin einfach übelst runtergecharged. Manchmal ist die Hitbox von diesem Reinhardt-Charge komisch. Manchmal kriege ich niemanden gepackt, ey. Leute, haben die echt geretzt oder unsere war das? Ja, unsere. Ich muss sagen, ich habe echt gemerkt, in Overwatch ist es am sinnvollsten, wenn du wirklich einfach Variety-Champion-Spieler bist. Ich komme von rechts. Ich komme hier von der Seite. Ich krieg diese scheiß Mercy nicht zu packen. Da oben ist der Reaper. Wollte grad sagen. Tschüss. Ich hab den Roadhog mit weggenommen. Konnte leider nicht mehr woanders hin chargen, großartig. Die haben einen Teleporter. Die hat echt zum Metro im Angriff gespielt, ey. Ich meine, das kann echt funktionieren, ne? Das ist gar nicht mal so scheiße, weil wenn die einen Reinhardt haben. Oh fuck, kriegen die den Punkt? Ja, ich glaube. Oh fuck, schon. Ich glaube ja. Oh fuck it, Alter. Schade, dann einfach jetzt am Dingspunkt deffen. Ich habe noch eine durchschnittliche Energie von 71%. Das ist sick, Alter. 6 Kills mit Feuerschlag, Alter. What the fuck? Ich hab schon 6 Leute getötet mit meinem Feuerschlag. Muss man sagen, wenn er mich schildert, ne? Ja. Schilde? Oh, der Reinhardt hat mich echt gekillt, also. Nice, Mann. Schade, du bist tot, ne? Ja, Sinjat hat mich getötet. Ah, die kommen nicht. Warte mal, die haben noch weitere 4 Minuten? Ach ja, stimmt ja, die haben ja 10 insgesamt, ne? 9. Oder 9, ja. Wurde das verringert auf 9 oder was? Ja, im Rank schon. Okay, what the fuck, warum? Das weiß ich nicht genau. Ich hab noch eine Ult.
Fuck, ich bin tot. Tschüss. Teleport steht irgendwo. Wahrscheinlich hier drin, oder? Wo steht der Teleporter? Weiß ich nicht. Der Teleporter ist oben. In der Base. Direkt oben in der Base. Ja. Ich glaube, ich nehme einen anderen. Ich nehme Winston. Kann ich mehr machen gegen Tracer? Alter, nee. Die sind halt alle auf dem Spot. Ja, ich kann nichts machen. Ich habe nur versucht, noch ein paar Sekunden rauszuholen. Ja, der Teleporter hat uns gefickt, ne? Wir hätten den instant wegmachen müssen. Ja, ich hätte nicht Rainer picken sollen. Ich hätte wahrscheinlich ab dem zweiten Punkt echt Winston wieder spielen sollen. Aber egal. Kriegen wir hin. Ach nee, es wurde ja wieder auf 8 Minuten verringert. Nicht auf 9. Auf 8 Minuten sogar nur. Na dann. Ja. Ich nehme nochmal Winston. Mal gucken. Nimm nochmal Zarya und dann machen wir nochmal Glauner das gleiche. Okay. Kriegen wir schon hin. Die 2 Minuten da zu defen, das wird ja wohl gehen, oder? Ja, ja. Vorstellungskraft ist der Kern jeder Entdeckung. Wir sind der Stoff, aus dem die Helden sind. Alles Gute kommt von oben. Was ich gar nicht wusste lange, dass man auch im Sprung mit Winston nochmal springen kann. Das ist halt übersick. Achso, mit Leertaste, ja. Ja. Also du kannst halt im Sprung nochmal den Shift aktivieren. Das ist halt richtig geil. Da kannst du halt über weite Strecken überwinden, ne? Wenn du einfach auf so eine Erhöhung springst und dann nochmal im Sprung einfach nochmal Shift drückst. Sag mir einfach Bescheid, wenn du mir Schild gibst, ne? Jo. Kann ich mich direkt hier hinstellen und alles abfangen wie so ein Fleischberg. So. Ich stehe direkt vorne, ne? Diva geht links rum. Wir haben jetzt auch mit Farah. Gib mir mal Schild. Jo. Wow, was? Ich bin instant down, Alter. Ach Gott, ey, ich krieg grad nichts hin, ey. Alter, der Reaper hat mich instant gefickt. Holy shit. Kriegen die echt den Punkt? Ich kann die nicht töten alleine. Ich kann kommen. Zu low. Mann, Alter, ohne Witz, ey, das kann doch nicht sein, dass die instant den Punkt diesmal kriegen, ey. Ich kann den nicht spielen, kannst vergessen. Na, da müssen wir am letzten Punkt deffen. Ja, wir haben auch Hanzo und Farah, wenn die nichts treffen, dann. Ja, das ist halt weg, ja. Ja, das ist halt weg. Ja, Winston macht halt kaum Damage. Der macht schon Damage, aber nicht so viel, dass es halt. Alter, von wo? Okay, nice. Boah, Alter. Schilde dich. Was? Tschüss.
Bastard. Oh. Reaper ist noch hier hinten. Nice. Aber deffen. Oh mein Gott, man holt dieses Kacke. Ah ja, dann haben wir gewonnen. Kraft. Nice. Sehr gut. Gut, 5 Minuten, Alter. Wir müssen auf jeden Fall 2 Punkte holen. Okay. Wie machen wir das? Soll ich nochmal Winston nehmen und du nochmal Dings? Oder soll ich Road? Ja, wobei Roadhog für einen Angriff halt. Ich meine, gut, wenn ich einen Sneaky Pick kriege. Ja, wenn du einen Hook triffst, dann ist es eigentlich relativ sicher. Dann ist der erste Punkt halt gewonnen, ne? Ja. Na gut, ich nehme mal Roadhog. Mal gucken. Reinhard ist halt scheiße für einen Angriff. Ich weiß nicht. Hier an dem Punkt, an dem Chokepoint, kommst du halt nie rein. Das ist halt irgendwie kacke. Also Reinhard ist eigentlich schon gut, aber da muss man halt als Team zusammenspielen. Ja, eben. Mit Randoms ist halt immer so eine Sache. Ja, dann schwierig. Gut, dass wir als Premade immer die Tanks machen, Alter. Ja. Ich muss sagen, ich mache auch mega gerne Damage, aber irgendwie... Normalerweise ist es halt auch nicht so, dass der Reaper hier so viel Impact hat in der Map. Ja, nicht. Das hat mich hier gerade echt gewundert. Der hat mich halt instant weggekloppt, aber da war ich auch echt scheiße positioned irgendwie. Ja. Deswegen haben wir den ersten Punkt halt verloren, ey. Wenn ich da irgendwie Roadhog nehme, dann geht das wahrscheinlich alles um einiges leichter. Wenn unsere Support ist auch instant gepickt worden, haben wir auch nicht mehr genug Heal. Wir haben nur einen Heiler, ne? Aber vielleicht kriegen wir das ja trotzdem hin. Ja. Wenn die sich nicht dumm anstellen, dann sollten wir das auch mit einem Healer schaffen, aber halt trotzdem besser, zwei zu spielen. Genji ist am eigentlich umdrehen. Okay. Ah, ist die Drehung. Nice. Punkt haben wir. Kann der mal sterben, der Affe? Können wir mal nach vorne gehen? Hm. Leute weiter aufhalten. Wir haben einen Bastion jetzt hinten rechts stehen. Wo hinten rechts? Hinten rechts on spot. Hab ihn. Der ist tot. Nice. Geschildert. Nice. Hab ihn. Geschildert. Gewonnen. Nice, sehr gut. Das war sweet, Alter. Wieder eine schöne Hanzo-Saria-Kombo, ne? Mhm. Echt wirklich gut gemacht. Auch gut, dass wir direkt den Bastion rausgenommen haben, als ja, reingegangen sind. Der war halt useless. Der war komplett useless, ja. Da stand einfach in der Ecke rum. Konnte den instant hooken.
mein RIP. Diese RIP-gewonnene Dinger sind übel geil. Alter, what the fuck? Das ist bestimmt die Ulti am Schluss, oder? Nee. Nee, dann die allererste, wo wir die mit Trennetz gefickt haben. Wo ich da reincharge wie der letzte Bauer, Alter. Holy fuck. Ja, ich war tatsächlich noch Silber, ne, im Damage. Obwohl ich die ganze Zeit Tanks gespielt hab, ne? Und Winston und so eine Scheiße. Ich hatte immer noch 4 Goldmedaillen. Das ist echt heftig, ey. Das ist so krass eigentlich, ne? Dass die halt alle so wenig Damage trotzdem noch gemacht haben aus unserem Team, ne? Mhm. Überleg mal, die beiden in der Mitte haben immer Damage-Dealer gespielt, ne? Die waren ja immer Hanzo und noch irgendwas. Ja. Hanzo, Pharah und so eine Scheiße, ne? 18.000 Damage. Holy fuck. Du hast nur Zarya gespielt, ne? Mhm. Ja, ich hab mit Roadhog halt übel viel gemacht. 8.000. Oh, ich bin wieder auf über 2,6. Gut, Leute, dann würde ich sagen, was für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.